Ja, dann begrüße ich jetzt mal alle Anwesenden von Presse, Funk und Fernsehen zu unserem Pressegespräch anlässlich des Kirchturmbrandes in der Gemeinde Wald im Landkreis Ostallgäu. Versammelt haben sich der erste Polizeihauptkommissar Alfred Immerz von der Polizeiinspektion Markt Oberdorf, der Bürgermeister der Gemeinde Wald und von der Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleiter und der organisatorische Leiter Harald Flitter vom BRK Kreisverband Ostallgäu. Wir stehen Ihnen jetzt da gerne für Fragen, Rede und Antwort bezüglich dieses Brandes. Aktuell sind die Einsatzkräfte noch beschäftigt, den Brandherd zu löschen. Gefahren für Gebäude, umliegende Gebäude, Personen bestehen keine mehr. Konnten durch nach dem Einsturz des Turmes soweit gebannt werden und die Arbeiten sind alle im Gange. So, wer möchte beginnen? Hat man schon Brandursache? Brandursache können wir momentan aktuell nicht sagen. Die erste Meldung, wie die Feuerwehr alarmiert wurde, war Blitzschlag. Ob das tatsächlich jetzt die Ursache war, können wir aktuell nicht sagen. Gibt es Personenschäden? Personenschäden gebe ich gleich mal weiter an den Sanitätsdienst. Aktuell keine. Es wurden mit der Polizei und mit der Feuerwehr zusammen in der Anfangsphase Wohnungen geräumt, die im Gefahrenbereich des Trümmerschattens des Turms lagen. Es sind insgesamt 16 Personen, die derzeit zum Teil auch von uns mit betreut werden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse können sie halt derzeit noch nicht zurück in ihre Wohnungen. Wir haben dazu in der Nähe im Gemeindesaal, der schon für 150 Meter von der Einsatzstelle weg, mittlerweile eine Betreuungsstelle eingerichtet, an der wir sowohl Warmverpflegung wie auch Warmgetränke für die Anwohner wie für die Einsatzkräfte bereitstellen. Ansonsten stehen wir mit unseren Rettungswagen nur in Bereitstellung für die Feuerwehrkräfte, falls irgendetwas passiert. Die Stärken, Polizei, Feuerwehr? Die Stärken momentan sind also 20 Polizeibeamte im Einsatz, dann 150 Feuerwehrler und circa, ja, um es genau zu sagen, 47 Sanitätskräfte. Wie viele Feuerwehren sind da beteiligt? Aktuell werden circa 10 Feuerwehren beteiligt sein. Wir organisieren aktuell schon eine Ablösung, speziell der Atemschutzgeräteträger, weil um jetzt direkt an den Brandherd vordringen zu können, ist natürlich ein gezielter Innenangriff notwendig und daher werden wir jetzt vorzeitig schon nachfordern und es wird die Feuerwehr Füssen und Lengenwang, also zwei weitere Feuerwehren, werden jetzt noch hinzukommen. Wo sitzt der Brandherd? Im Glockenstuhl? Der Brandherd sitzt aller Voraussicht nach direkt im Glockenstuhl und hat sich von dort aus nach oben ausgebreitet. Wir konnten nach einer ersten Erkundung im Dachboden des Kirchenschiffs feststellen, dass weder Wasserschäden im Kirchenschiff sind, noch irgendeine Temperatur. Die Wärmebildkamera hat hier keine besondere Erwärmung gezeigt. Wir haben also definitiv den Brand im Glockenstuhl und überhalb vom Kirchenschiff, was sehr positiv ist, was den Schaden an der Kirche betrifft. Gibt es denn schon erste Schätzungen, was den Schaden betrifft? Kann ich leider keine Angaben machen. Wer kann uns denn was zu der Kirche sagen? Der Bürgermeister. Der Bürgermeister, die Kirche. St. Nikolaus. Der Kirchenturm, der ist ca. 1480 erstellt worden, in der Art und Weise, wie er jetzt dort zu sehen ist. Pläne wird es wahrscheinlich keine mehr davon geben. Er wurde 1990 mal restauriert, da war der große Wippke am Werk und hat uns das ganze Dach von dem Kirchenturm abgetragen. Da wurde das Dach erneuert, auch die ganze Innenschalung. Ja, das ist eigentlich zu dem Kirchturm zum Sagen. Insgesamt ist er 60 Meter hoch und ja, wie es ausschaut, wird nicht viel von ihm übrig bleiben. Was bedeutet der Brand für Sie, für die Gemeinde? Ja, ein Chaos. Da kann man ja schlecht sagen, das muss man zuerst überschlafen, denke ich, um das ganze Ausmaß des Schadens mal richtig zu überblicken. Das ist natürlich für das Dorf, für uns als Riesenaktion, wenn die Kirche brennt, ist
unvorstellbar eigentlich. Ich kann da weiter momentan gar nichts sagen. Wie groß ist denn der Ort? Wie groß ist vielleicht auch die Kirchengemeinde? Wir haben gut 1100 Einwohner. Die Glocke, die im Turm hängt, ist da die Gefahr, dass die mal irgendwann durchbricht? Gut, es sind mehrere Glocken, es sind glaube ich 4 oder 5 Glocken, die da oben hängen. Der Glockenstuhl selber ist auch vor nicht allzu langer Zeit mal erneuert worden. Der ist also Metall, nicht wie es früher mal üblich war. Also wie es momentan ausschaut, dürften die Glocken oben bleiben, was schon mal ganz gut ist. Sind natürlich dann auch kaputt, aber das wird hoffentlich nicht alles sein. Was meinen Sie, wie lange wird das noch dauern, die Löscharbeiten? Mehrere Stunden bis morgen früh? Es kommt jetzt darauf an, wie die jetzt eingeleiteten Maßnahmen greifen. Wir können jetzt, nachdem die Einsturzgefahr natürlich gebannt ist, können wir näher ran mit den Drehleitern, können massiv mit Wasser von oben ablöschen. Das war zuvor sehr erschwert. Da konnten wir nur durch die Klangbögen, also die Öffnungen im Turm löschen. Und ich denke, die nächste Stunde wird viel zeigen, wie die Löscharbeiten greifen, nachdem wir jetzt ja die Gewissheit haben, der Turm brennt nur im oberen Bereich. Das ist eigentlich, denke ich mal, das Wichtigste jetzt momentan für uns. Sonst die Löscharbeiten werden sich mit Sicherheit noch bis morgen hinziehen, Nachlöscharbeiten, aber natürlich dann für die Ortsfeuerwehren und nicht mehr im Großeinsatz wie jetzt. Wenn Sie sagen, der Turm brennt nur im oberen Bereich bei 60 Meter, kann man da etwas sagen, aber 30 Meter oder was? Nee, der Turm hat eine Gesamthöhe von 60 Meter. Ich kann es nicht genau sagen, Herr Bürgermeister, was meinen Sie, der Glockenstuhl hängt auf 30, 35 Metern? Ja, sowas hängt da. Genau. Aber ich denke, innen, der Turm wird innen total ausgebrannt sein. Ja, ab dem Glockenstuhl natürlich schon. Ja. Und unten ist... Unten brennt schon auch. Also unten, das ist ja inzwischen auch schon runtergefallen. Ja. Zum Teil, man sieht also durch so kleine Fenster rein unten, dass es da auch brennt oder dass da zumindest halt... Ja, glühende Holzteile liegen. Klar, die stürzen alle. Das fällt ja alles in den Turmraum rein. Gibt es in der Sakristei, die ja auch in Mitleidenschaft gezogen ist, alte, wertvolle Möbelstücke? Das kann ich jetzt so ganz genau nicht sagen, aber ich denke weniger die ganzen alten Sachen, die sind bei uns im Pfarrhof untergebracht. Also da denke ich, ist nichts in Mitleidenschaft. Man kann vielleicht hier dazu sagen, das Dach der Sakristei wurde zwar beschädigt durch den herabfallenden Turmspitz, aber es war weder Feuer drin, noch sind sonst weitere Schäden, konnten wir jetzt schon ausschließen. Welche Probleme gab es denn für die Feuerwehr beim Löschen? Gut, es war natürlich, relativ schnell viel Einsatzkräfte vor Ort, aber natürlich... Trotz des Winters, klar, wir hatten einen Großalarm gleich nach erster Erkundung. Natürlich war die Anfahrt erschwerlicher, wir konnten trotzdem innerhalb der ersten halben Stunde ein massives Aufgebot stellen. Aber natürlich die Höhe macht es für ein normales Strahlrohr unmöglich. Vorwiegend war wirklich die Einspeisung der Drehleitern und die Wasserförderung, das war das A und O. Und erschwert hat natürlich die ganzen Löscharbeiten der einsetzende Winter. Glatter ist auf der Straße. Und das muss weiterhin immer noch von der Straßenmeisterei natürlich alles beseitigt werden. Vorher haben wir von wenig Löschwasser gesprochen. Ist das beseitigt? Wir waren jetzt an der Grenze. Nach über 2 Stunden Löscharbeiten war die gemeindliche Löschwasserversorgung erschöpft. Wir haben das aber kompensieren können, wieder durch lange Schlauchleitungen in der Feuerwehr. Wo kommt denn das Wasser hin? Ja. Stattdessen? Aus dem Bach. Aus dem Brandesbad. Wir haben also ganz in der Nähe einen Bach und den haben wir jetzt angezapft. Und da ist es jetzt wieder ganz geschickt gewesen, dass es die letzte Zeit so viel geregnet hat. Der ist sehr voll und der ist also unerschöpflich. Da kann man also Wasser rausnehmen ohne Ende. Sie hatten vorher nur Bedenken am Mauerwerk mit einem Riss in der Front, oben im Spitz. Hat sich das bestätigt, dass da noch Gefahr ausgeht? Oder? Ja, definitiv. Der ganze Kirchturm ist natürlich beschädigt. Und zu dieser Klärung haben wir jetzt einen Statiker beauftragt, der vor Ort kommt. Der kann das dann einschätzen und wie man da damit umgehen muss. Es sind natürlich massive Mauern, aber ich denke, nur ein Statiker kann uns dann Gewissheit bringen, wie das weitergeht. Aber also, dass der jetzt das Mauerwerk noch irgendwie insgesamt der Turm einstürzt, die Gefahr besteht nicht mehr? Schwierig zu sagen. Wir gehen bei so einer Art von Einsatz und bei diesen Gefahren eigentlich immer vom Schlimmsten aus. Die
Fahnenstelle, die Einsatzstelle ist weiterhin weiträumig abgesperrt. Im Fall der Fälle sind wir in Sicherheit. Ob es zum Einsturz kommen kann, können auch wir momentan nicht sagen. Wenn die gemeindliche Wasserversorgung leer gepumpt ist, heißt es, in den Häusern gibt es auch kein Wasser. In den Wohnhäusern, oder? Ja, das ist ja so, die läuft ja ständig nach aus der Quelle. Mhm. Nur das hat für so viel Wasser ist natürlich jetzt momentan einfach die Kapazität erschöpft. Aber es ist so, dass ja minütlich wieder Wasser nachläuft aus der Quelle und dass daher die Wasserversorgung weiterhin gewährleistet ist. Ist das dann erstmal in einen Hochbehälter rein oder ist das doch irgendwie? Das läuft von der Quelle direkt hierher. Ah, ja. Aber Sie müssen ja doch irgendwie so ein Wasserreservoir haben, wo Sie das speichern, oder?